Weit bei Thailand, die Geräte zu Hause. Matthias Haag hier in diesem neuen Format von Eufer Hunters für euch. Heute geht es mal um das spannende Thema Online-Lernen. Und auf der gegenüberliegenden Seite, so circa 1000 Kilometer von mir entfernt, da wartet jetzt der Wolfgang Heinkes auf mich. Wer Wolfgang nicht kennt, Wolfgang ist der Inhaber des Heinkes Lehrverlages. Habe ich das so richtig ausgedrückt, Wolfgang? Ja, das kannst du so sagen. Grüß dich, Matze. Grüß dich. Du sag mal, erste Frage, um mal gleich einzusteigen. Im Augenblick ist ja der Präsenzunterricht verboten. Prüfungstermine werden in den Jagdschulen abgesetzt. Das E-Learning boomt. Wie reagiert ihr eigentlich darauf? Naja, der Trend zur Digitalisierung ist prinzipiell ja nicht neu. Also wir bieten seit ungefähr 2005 digitale Produkte an. Zum einen für den Ausbilder PowerPoint-Präsentationen und zum anderen für den Kursteilnehmer. Erst Fragensammlungen und jetzt aber auch seit ungefähr ein, zwei Jahren digitale Arbeitsblätter. Neu ist, dass wir eben keinen Präsenzunterricht haben, wo diese Produkte eingesetzt werden können. Mhm. Und wie reagiert Heinkes da drauf? Ja, das Mittel der Zeit sind Videokonferenzen. Da gibt es verschiedene Anbieter. Wir haben die getestet und haben uns dann für einen Anbieter namens Zoom entschieden. Okay. Was waren denn die Gründe dafür, dass ihr euch für Zoom entschieden habt? Es gibt ja auch anderes. Was wir zum Beispiel nutzen, ist ja Skype. Ja, also Zoom ist relativ einfach, technisch stabil und durchaus auch datenschutzkonform einsetzbar. Okay. Und wie kann ich mir jetzt so eine Konferenz vorstellen? Das ist eigentlich relativ einfach. Der Ausbilder richtet ein Meeting ein, verschickt dann ein Mailing mit einem Einladungslink, den klicken seine Teilnehmer an und dann sind die damit in die Konferenz eingewählt und das war's. Die Videokonferenz läuft. Ja, das klingt ja wirklich sehr einfach. Was kann denn der Ausbilder dann tun? Eigentlich das Gleiche wie in seinem Präsenzunterricht. Er kann die Heinkes PowerPoint-Unterlagen abarbeiten, er kann Text, Grafik, Foto, Video zeigen, er kann eigene Präsentationen mit einfließen lassen, zum Beispiel von eigenen Präparaten, eigenen Waffen, alles ganz normal. Einfach in die Kamera halten und alle sehen's. Und wie nimmt der Kursteilnehmer am Unterricht teil? Auch so wie im Präsenzunterricht. Er schaut zu, er hört zu, er kann sich Notizen machen, entweder auf Papier oder auch digital. Und die können sich auch unterhalten. Der Ausbilder steuert, wer was sagen darf und ob der in einem kleinen Bild oder in einem großen Bild eingeblendet wird. Überfordert das den Ausbilder nicht? Naja, also eine gewisse Gewöhnungsphase werden wir sicherlich immer sehen. Aber wir unterstützen den ganzen Prozess auch, wir machen eine Ausbildung, wir geben Support und wir gehen auch meinetwegen in den ersten Kurs mit rein und einer von uns unterstützt, wenn technische Schwierigkeiten auftreten. Andere Frage, wie nehmen denn die Kunden das jetzt im Augenblick an, euer System? Also wir haben in zunehmendem Maße rege Nachfrage nach diesem Fernunterricht oder Online-Kursen oder dergleichen. Ja. Jetzt ist das aber bei den Jagdschulen, ich kenne ja so einige, da will ja jeder individuell sein, jeder möchte was Eigenes haben. Wie geht ihr denn eigentlich mit der Situation um? Ja, das Problem ist uns natürlich gut bekannt. Aber da sind wir im digitalen Bereich natürlich relativ gut aufgestellt. Also wir können das Ganze labeln, also das Logo einer Jagdschule, einer Kreisgruppe oder wie auch immer mit einbinden. Wir können die Inhalte variieren. Wenn also zum Beispiel eine Jagdschule sagt, diese und jene Passagen, Seiten brauchen wir nicht. Dafür hätten wir gerne was anderes von uns individuell eingefügt. Wir haben natürlich auf den Aspekt Sicherheit großen Wert gelegt und wir haben versucht, unsere Unterlagen mit Wasserzeichen und mit Copyright und weiß der Teufel was, alles so gut zu schützen als irgend möglich. Okay, dann sind wir auch schon wieder bei der letzten Frage. Es ging schneller, als ich dachte. Meine Frage zum Ende, lieber Wolfgang. Wie wird deiner Meinung nach die Jagdausbildung nach Corona aussehen? Hat das Auswirkungen gehabt, diese Krise? Na ganz klar. Also wir werden die modernen Medien und die Digitalisierung auch im Bereich der Jagdausbildung deutlich stärker wahrnehmen als bislang. Und Corona war sozusagen der Brandbeschleuniger dieser Entwicklung. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir Printunterlagen, also Bücher oder auch den Ausbilder als Person in den nächsten 15 Jahren sicherlich nicht verlieren werden. Aber die Verhältnisse werden sich verändern. Und ich bin der Meinung, der Erfolg einer Ausbildungsstätte wird wahrscheinlich auch von dem Medienmix abhängen.
Ja, vielen Dank für das kurze, knappe und sehr informative Gespräch mit dir, mein lieber Wolfgang. War gut, dich wiederzusehen. Hier an dieser Stelle an euch wieder die Bitte, hier unten diese Kommentarleiste auch fleißig zu bearbeiten. Schreibt doch mal eure Meinung rein. Wie seht ihr das eigentlich? Glaubt ihr, dass sich das Thema Online-Lernen durchsetzen wird? Wie seht ihr das? Wie wird das in 10 Jahren aussehen? Sind wir dann mehr oder weniger nur noch zu Hause, lernen von zu Hause aus? Das würde mich mal an dieser Stelle interessieren. Wolfgang, mein Lieber, dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal kurz euer System vorgestellt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwo mal wieder auf dieser schönen Erde. Immer gerne, mach's gut. Alles klar. Bis dann. Bye, bye, Teil. Ja.